Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Heute schauen wir uns einmal meine Brush Pen an. Die habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen und naja, wie du schon sehen kannst, sind da 20 plus 2 Stifte drin. Und ich habe die noch gar nicht richtig benutzt, das liegt aber einfach da an meiner Unkenntnis sozusagen. Ich habe erst einmal die Schwierigkeiten überhaupt, hier diesen Wassertank aufzuschrauben. Und als ich das dann endlich geschafft hatte, habe ich Wasser reingefüllt und dann wusste ich auch nicht so richtig, was ich damit machen musste. Dank YouTube bin ich da aber auch ein Stück weitergekommen und es gibt auch viele schöne Bücher zu dem Thema. Ich werde dir mal das ein oder andere hier in der Infobox verlinken, die mir geholfen haben, als ich mit diesem Brush Pen angefangen habe. Ja, und jetzt will ich dir einmal zeigen, wie du hiermit auch Lettering machen kannst. Das finde ich immer ganz toll, weil diese Pinsel einen ganz schmalen, ja, wie so eine Feder, ne, ganz schmal vorne sind und hinten breiter werden. Das heißt, wenn ich das runterziehe, dann habe ich einmal ganz schmal nach oben und ganz breit nach unten. Und dann kommt da wirklich ein schöner Effekt zustande, den ich hier auch benutze. Ich habe mal einfach hier ein Wort, das Lettering, hingeschrieben, damit du das sehen kannst. Und das Schöne ist, das kannst du wirklich, ja, das kannst du eigentlich sofort, ne? Das bedarf keiner Wahnsinnsübung. Du kannst einfach loslegen und anfangen zu schreiben und dann hast du es auch schon drauf, mit diesem Brush Pen zu schreiben. Aber man kann damit noch mehr machen. Jetzt habe ich mir meinen Zirkel geschnackt. Das ist so ein Rotring-Zirkel-Set. Den habe ich, glaube ich, schon seit der Schulzeit, aber den gibt es netterweise immer noch. Und damit kann ich ganz einfach hier einen schönen Kreis ziehen. Mitten auf dem Blatt, nicht allzu groß, weil ich möchte das später für mein Bullet Journal benutzen. Deswegen male ich mir jetzt einfach nur so, ja, so Hilfslinien sozusagen, damit das Ganze auch rund wird. Und zwar malen wir jetzt einen Mond. Und den möchte ich nicht nur, ja, füllen, ne, so ganz charakteristisch, sondern ich möchte hinterher auch ein paar Mondkrater da reinmalen. Dazu nehme ich jetzt erstmal diesen Wassertankpinsel und male das ziemlich feucht an, ne, damit das erstmal richtig nass wird und ich da gleich mit den Farben reingehen kann. Du siehst schon, das Ganze ist zu handhaben wie bei den Aquarellfarben. Da kannst du das genauso machen. Du machst erst mit Wasser und dann hinterher gehst du hin und machst da mit dem Pinsel rein. Dann siehst du auch schon, es verläuft schön. Ist genauso wie mit den Aquarellfarben. Und ich male jetzt ruhig erstmal einmal die Rundung nach und dann alles ein bisschen dicker rein. Ich möchte erstmal einen Schatten haben, aber ich möchte nicht, dass alles komplett eingefärbt wird. Deswegen lasse ich ein paar weiße Stellen. Also habt da ruhig Mut zur weißen Stelle. Das ist ganz gut so, damit wir hinterher so ein paar Mondkrater einsetzen können. Ich gehe jetzt hier nochmal mit dem Wassertankpinsel rein, einfach um wieder für ein bisschen Feuchtigkeit zu sorgen, weil ich möchte jetzt natürlich gerne noch ein paar Schatten malen. Dazu mache ich das erst wieder feucht und sorge dafür, dass die Übergänge schön weich sind, weil das netterweise funktioniert auch im Nachhinein noch. Also ich kann, wenn das noch nicht ganz trocken ist, immer weitermachen und einfach dafür sorgen, dass die ja, Übergänge hier schön weich reinlaufen. Ja, dann anschließend nehme ich wieder die schwarze Farbe und du siehst, was passiert. Das wird nämlich jetzt grau oder so ein schönes Dunkelgrau und wenn ich noch eine, ja, eine Ebene drauf gebe, dann wird das an der Stelle auch dunkler. Also wenn ich da nochmal drüber male, dann kriege ich da auch schöne, ja, Schattierungen hin einfach. Und nicht vergessen, immer wieder mit diesem Wassertankpinsel rein, um die Übergänge schön weich zu bekommen. Und so habe ich jetzt die Ecken. Oder die Rundung sozusagen, also an den Ecken oder an den Rundungen, kriege ich jetzt schön weich hin und kriege die aber auch gleichzeitig ein bisschen dunkler, um anzudeuten, dass es sich hier natürlich um ein 3D-Objekt handelt, nämlich den Mond, ne? Und deswegen
ist das ganz schön, wenn ich hier von außen nach innen das Ganze ein bisschen von dunkel nach etwas heller laufen lassen kann. Jetzt kommen ein paar Mondkrater rein. Dafür habe ich jetzt einfach ein bisschen Acrylfarbe genommen und damit tupfe ich hier so kleine Krater rein. Das ist noch nicht endgültig, weil hinterher wird einfach nochmal mit dem Schwarz drüber getupft sozusagen, damit das wieder ein bisschen tiefer wird, aber so ein bisschen Weiß da rein und vor allen Dingen so eine weiße Farbe, die so ein bisschen ja, fester ist, kann jetzt nicht schaden. Deswegen erstmal so ein bisschen aufhellen hier wieder an den Stellen, wenn man auch weiß, da kommen später noch die Mondkrater rein. Ja, ich habe jetzt weiter einfach meine Schatten eingemalt, ne? Von außen nach innen immer ein bisschen dunkler geworden, dann wieder heller mit den weißen Feldern. Und ja, das ist jetzt hier mein Ergebnis. Ne? Ich habe das zwischendurch einmal ganz trocknen lassen und bin dann nochmal mit dem Schwarz, richtig tiefem Schwarz vom Rand her reingegangen und habe dann nochmal ein paar Mondkrater reingemalt. Und so sieht jetzt das Ergebnis aus und das soll in mein Bullet Journal. Das sieht dann hinterher hoffentlich richtig schön aus, weil ich will dann noch so ein paar Sterne überall daneben malen. Aber das ist jetzt erstmal nur der Mond. Ne? Ist natürlich nicht authentisch, klar. Aber es sieht doch erstmal aus wie ein Mond. Jetzt siehst du einmal, wie der Mond hier auf meinem Papier aussieht. Ja, man kann das jetzt richtig schön erkennen. Er hat von rechts und links, also in der Rundung sozusagen, überall seine Schattierungen bekommen. Er hat seine weißen Flecken, die sehen jetzt richtig schön aus. Und so soll es auch eigentlich sein. Wie gesagt, das kommt jetzt in mein Bullet Journal. Das schneide ich jetzt einmal aus. Und dann zeige ich dir später in einem anderen Video, wie das Ganze dann mal aussehen wird. Ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Malen mit deinem Brush Pen. Ja, und ich hoffe, du siehst auch, wie vielfältig das eigentlich genutzt werden kann.